Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nochmal eine Real-Life-Story von mir, die sich um das Thema Leukämie handelt. Das ist eine Krankheit, auch genannt als Blutkrebs. Und damals war ich 7, 8 Jahre alt ungefähr. Wir haben damals mit meinem Stiefvater und meiner Stiefschwester zusammen gewohnt in Bad Bodenteich. Und mein Stiefvater war damals selbstständig. Er hatte eine Straßenbaufirma und war halt viel unterwegs, viel auf Montage und so. Auf jeden Fall, worum es da geht. Eines Tages kam er nach Hause und er hat gesagt, er fühlte sich nicht gut. Da haben wir uns weiter halt nichts bei gedacht, war alles ganz normal. Und nächsten Tag ist er dann zur Arbeit gefahren und dann hat das Krankenhaus angerufen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her, 14, 15 Uhr. Dass er zusammengebrochen ist auf der Baustelle. So, da ist meine Mutter hingefahren ins Krankenhaus und die haben viele Tests gemacht und nichts wurde gefunden. Und irgendwann ging es ihm halt immer schlechter. Und dann ist er nochmal zum Arzt, haben sie Bluttests, also Blutbild und alles gemacht. Und dabei haben sie dann festgestellt, dass er Leukämie hat, also Blutkrebs. Es war natürlich im ersten Moment ein mega krasser Schock, weil die Überlebensrate bei Blutkrebs ist natürlich nicht wirklich sehr hoch. Auf jeden Fall ist er dann ins Krankenhaus gekommen, hat Chemotherapie und alles bekommen. Damit hat das Ganze begonnen. Anfangs war er noch zu Hause. Er konnte dann halt auch nicht mehr wirklich richtig arbeiten gehen. Und es hat sich dann von Tag zu Tag und von Woche zu Woche immer mehr verschlechtert. Dann ist er dann irgendwann komplett ins Krankenhaus gekommen. Nach Mainz, da ist die Uniklinik, haben sich spezialisiert auf sowas. Und da haben wir ihn dann auch regelmäßig besucht und alles. Und langsam sind ihm dann die Haare ausgefallen. Und meine Mutter ist wirklich jeden Tag da gewesen, also hat uns dann schon ein bisschen vernachlässigt, was Schule angeht. Ist verständlich, wenn der Mann natürlich mit so einer schweren Krankheit im Krankenhaus liegt. Auf jeden Fall sind wir dann öfters mitgefahren, haben ihn besucht und irgendwann kam der Tag, wo meine Mutter sehr dolle geweint hat, wo ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und ich habe sie gefragt, was los ist und sie hat gesagt, dein Stiefvater hat aufgehört zu atmen und wurde aber reanimiert. Sprich, er wurde wieder ins Leben geholt. So, darauf sind wir dann wieder hingefahren. Er lag zu dem Zeitpunkt auf der Intensivstation und wir mussten dann so eine Kittel anziehen mit Maske und so, mussten durch so eine Schleuse gehen, damit wir keine Bakterien in diesen Raum mit reinbringen. Und Freunde, das, was ich da gesehen habe, das Bild werde ich meinem ganzen Leben nie mehr vergessen. Er lag da waren so viele Geräte an ihm angeschlossen und er war bei Bewusstsein auf jeden Fall. Und hat auch mit uns gesprochen. Aber meine Mutter hatte damals auch gesagt, sie hätte uns lieber nicht mitnehmen sollen. Ich bin da wirklich in Tränen ausgebrochen, wie er da lag. Total verkabelt und alles. Und das Schlimme war auch noch, er stand unter Morphium. Und das Problem dabei war, ihm hing die Schleimhäute, also alles, was ihr im Mund habt, der Innenbereich, hing ihm aus dem Mund raus. Und hat sich das immer abgebissen. Das hört sich echt eklig an und das war auch wirklich echt schlimm. Also ich könnte schon fast sagen, ich habe da schon ein Trauma mitgenommen, weil dieser Anblick, das Bild sehe ich öfters im Kopf und das ist echt, war echt kein schöner Anblick. Ja, auf jeden Fall war er dann circa 3 Monate, 4 Monate auf Intensivstation. Und ist dann wieder runtergekommen, weil es ihm ein bisschen besser ging. Auf jeden Fall war er dann weiterhin auf der normalen Station im Krankenhaus und mit den Leuten, mit denen er sich angefreundet hat, da, die sind dann alle nach und nach verstorben, weil sie auch halt Leukämie hatten. Und ja, wir als Kinder haben echt schon, ja, ich konnte an nichts anderes mehr denken, ob er es schafft oder nicht. Und das war echt eine verdammt schwere Zeit, Freunde. Da kam er dann auch nach Hause
nach, ich glaube, er war insgesamt 7 Monate im Krankenhaus. Da kam er dann nach Hause, wo es ihm besser ging. Da musste meine Mutter dann die ganze Wohnung mit Sacrotan, also sterilisieren. Wir durften keine Pflanzen mehr in der Wohnung haben. Wir haben so steril gelebt wie im Krankenhaus. Auch mit den Klamotten und das alles. Das war echt eine echt schwere Zeit. Auf jeden Fall war er dann wieder zu Hause. Und ja, ihm ging es dann so langsam wieder besser und er konnte wieder lachen und alles. Hat natürlich trotzdem noch keine Haare weiterhin gehabt, weil er immer noch Chemotherapie bekommen hat. Und irgendwann gab es dann wieder einen Rückschlag, wo er wieder ins Krankenhaus musste und lag dann da wieder, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, ein halbes Jahr oder so. Konfrontiert zu werden mit so einer Krankheit ist echt nicht schön, Freunde. Also das ist vor allen Dingen als Kind mit 7, 8. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Vor allen Dingen dann der Stiefvater. Gut, es war zwar nicht mein richtiger Vater, aber wir haben in der Zeit schon so lange zusammengelebt, dass ich ihn wirklich schon als meinen Vater angesehen habe. Und ja, es war wirklich, ich kann da nicht viel zu sagen. So, es war wirklich eine verdammt schwere Zeit. Auf jeden Fall, er hat es überlebt. Also er lebt heute noch. Er hat die Krankheit überwunden. Und kurz nachdem er aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, hat er mir erzählt, dass wo er aufgehört hat zu atmen, das konnte ich mir im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass er wirklich seine Verwandten gesehen hat oder seine Eltern, die auf ihn gewartet haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Gehirn her was war. Auf jeden Fall hat er da gesagt, die haben auf ihn gewartet und er hat keine Angst mehr vorm Sterben, weil er das Bild schon gesehen hatte, weil er aufgehört hatte zu atmen. Das ist halt wirklich ein sehr komplexes Thema, die Real-Life-Story. Ich möchte die auch nicht so lange halten, weil nicht, dass ich da wieder in emotionale Sachen reinrutsche, so wie bei dem Video, wo ich über den Tod von meinem Vater gesprochen habe. Es war wirklich eine sehr schwere Zeit. Und ich bin froh, dass wir die überstanden haben. Kurz nachdem hat er sich aber mega verändert. Also er war nicht mehr der Mensch, wie er vorher war nach der Krankheit. Und hat sich zurückgezogen. Und ja, da haben wir dann auch kurz nachdem er wieder richtig zu Hause war, haben wir dann unseren ersten Computer bekommen mit Internet und allem drum und dran. Und da fing es dann an mit dem Chatten. Damals gab es ja Freenet-Chat und was weiß ich für eine Scheiße es da gab. Auf jeden Fall, da knüpft die nächste Real-Life-Story dann nämlich an. Da geht es dann um das Internet und was alles passieren kann. Da gibt es auch eine kleine Story zu. Auf jeden Fall, es war echt schwer. Aber was ich noch sagen wollte, wo er im Krankenhaus lag, brauchte er natürlich einen Knochenmarkspender. Das war auch noch so eine Sache. Er hat wochenlang auf einen Knochenmarkspender gewartet und es war kein Ausweg in Sicht, dass da irgendjemand ist, der die gleichen Gene hat. Und durch Zufall haben wir die Schwester von ihm gefunden. Er hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel Kontakt mit ihr und wir kannten sie auch nicht. Aber sie hatte genau das Gleiche, also das passende Knochenmark für ihn. Und beim ersten Mal wurde es abgestoßen, aber beim zweiten Mal hat der Körper das dann angenommen und die Ärzte haben dann gesagt, es kann bis zu 5 Jahre dauern, bis er komplett davon geheilt ist oder bis man sagen kann, er ist davon geheilt. Und mittlerweile ist das ja schon über 20 Jahre jetzt her und da kann man wirklich sagen, er ist davon von definitiv geheilt. Aber die Zeit werde ich auf jeden Fall nie vergessen, Freunde. Es war wirklich eine sehr harte Zeit. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein, Freunde, von der kleinen Real-Life-Story. War jetzt nicht so detailreich, weil das meiste habe ich, denke ich mal, auch als kleines Kind sehr verdrängt. Aber das, woran ich mich noch erinnern konnte, wollte ich euch einfach mal mitteilen. Und die nächste Real-Story knüpft an der hier an, wie ich eben gerade schon gesagt hatte. Und ja, eine Frage habe ich auch noch an euch. Was haltet ihr davon? Ich habe schon bei mehreren YouTubern gesehen, dass sie so Videos machen über Omegle oder Chatroulette.
Und ich finde die mega witzig und ich hätte auch total Bock da drauf. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr davon haltet, von der Idee. Oder in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie einen Schicksalsschlag hattet, sprich, dass jemand aus eurer Familie an einer schweren Krankheit erkrankt ist oder sowas. Also Freunde, wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Video. Bewerten nicht vergessen, kommentieren auch nicht. Und ich sag dann einfach, Freunde, mal, haut rein.